Hallo und herzlich willkommen bei Auf die süße Tour. Ja, wir sind heute nicht in einer Fabrik oder auf einem Feld. Wir sind in der Küche, denn wir wollen heute das Thema Zucker in unserer Ernährung noch einmal etwas genauer beleuchten. Und dafür habe ich mir eine Expertin an die Seite geholt, nämlich die wunderbare Corinna Dürr. Ja, schön. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch sehr, denn Corinna ist Ernährungswissenschaftlerin und kann uns heute eine Menge über das Thema erzählen. Wir machen heute verschiedene Rezepte und wir fangen an mit einem Salat mit Ziegenkäse, der karamellisiert wird, denn das ist auch eine wunderbare Eigenschaft von Zucker. Und Zucker kommt ja aus dieser Rübe. Es ist ein ganz natürliches Produkt. Ich habe so eine Rübe noch nie roh probiert, du aber schon. Ja, ich schon. Die schmeckt sehr lecker. Also ich mag die total gerne und viele Leute sind erstaunt, dass der Zucker aus dieser Rübe kommt. Dabei hat die Rübe bis zu 20% Zucker tatsächlich. Der Rest ist überwiegend Wasser. Und ja, lass uns mal probieren. Ganz schön süß, oder? Wahnsinn! Mhm. Schmeckt wie eine in Zucker getränkte Steckrübe. Mhm. Wir fangen jetzt erstmal mit unserem Rezept an. Wir machen nämlich heute einen schönen Salat mit einem Ziegenkäse, den wir dann so ein bisschen karamellisieren. Und dafür brauchen wir erstmal ein paar Orangen. Und die kannst du gerne schon mal filetieren, das heißt erst schälen. Bist du in der Küche talentiert? Ob du geschickt am Messer bist, wollte ich damit wissen. Ich glaube, das kriege ich hin, ja. Sehr gut. Wie bist du Ernährungswissenschaftlerin geworden? Tatsächlich bin ich eine Kremerstochter. Also meine Eltern hatten schon ein Lebensmittelgeschäft. Insofern bin ich mit Lebensmitteln aufgewachsen, habe dann noch im Reformhaus gelernt. Ich fand das Thema Lebensmittel total spannend und habe dann in Gießen Ernährungswissenschaften studiert. Ja, Zucker ist ja echt tatsächlich überall mittlerweile eigentlich enthalten. Also auch in den verarbeiteten Lebensmitteln. Aber vor allem auch in zum Beispiel als Fruchtzucker in Obst. Macht das jetzt für den Körper einen Unterschied, ob ich jetzt Fruchtzucker esse oder raffinierten Zucker oder Rübenzucker? Der Zucker an sich ist im Prinzip der gleiche. Ja, hier habe ich natürlich noch ein paar Vitamine dabei, aber ansonsten der Zucker selbst ist der gleiche. Der Haushaltszucker besteht ja aus Fructose und Glucose, also Fruchtzucker und Traubenzucker. Und das ist nur ein kleiner Unterschied. Ja, bei Zucker gibt es ja sowieso so viele Unterschiede und es gibt vor allen Dingen auch noch ganz viele andere vermeintlich gesündere Produkte, zumindest wenn man sich mal so umhört. Und das sind Zuckeraustauschstoffe und Süßstoffe. Das sind erstmal die natürlichen Alternativen, die du jetzt vielleicht zuerst meintest, von denen es immer heißt, sie seien gesünder. Das ist dann Honig, Ahornsirup, Kokosblütenzucker, Agavendicksaft und solche Dinge, die aber auch überwiegend wirklich Zucker sind und hat natürlich auch entsprechende Kalorien dann. Dann gibt es, wie du gerade gesagt hast, die Zuckeraustauschstoffe. Die Zuckeraustauschstoffe haben auch noch Kalorien, aber nicht so viel wie der Zucker. Das sind die, die man teilweise so in den Zahnkaugummis findet, ne? So Erythrit und solche Dinge. Und sind leider auch, wenn man mehr davon isst, ein bisschen abführend. Also vielleicht ist es für manche ganz praktisch, ich weiß es nicht. Und dann haben wir noch die Süßstoffe, die sind tatsächlich synthetisch hergestellt, sind halt extrem süß. Wir haben überhaupt keine Kalorien. Ich finde ehrlich gesagt, schmecken nicht so gut meistens. Die haben immer, gerade wenn man so ein zuckerfreies Getränk trinkt, die schmecken immer so nicht bitter, aber man merkt sie immer irgendwie so im Rachenbereich. Ich persönlich mag es nicht, aber ich würde sowieso sagen, man soll auch das nehmen, was schmeckt. Ja? Also ja. Das finde ich ist der entscheidende Punkt. Große Mengen Süßes sollen ja sowieso nicht sein, aber dann kann man eben auch den natürlichen Zucker nehmen, aus meiner Sicht. So, unsere Walnüsse sind geröstet. Jetzt haben wir hier unseren Orangensaft mit den Zesten aufgefangen und hier machen wir jetzt erstmal unser Dressing draus. Und jetzt kommen wir nämlich zu den versteckten Kalorienbomben in einem Salat. Und das sind die Öle. Das Spannende ist dabei, dass vier Esslöffel Olivenöl und 4 Esslöffel Walnussöl und Fett hat halt mehr als doppelt so viel Kalorien wie Kohlenhydrate, Zucker und Eiweiß. Also bei deinem Rezept, so wie ich es ausgerechnet habe, hat es schon fast die Hälfte ausgemacht an den Kalorien. Wir widmen uns jetzt aber wieder der Süße, denn wir haben ja einmal Honig in dem Dressing für den Geschmack. Zucker hat aber nicht den intensivsten Eigengeschmack, finde ich. Aber er sorgt eben dafür, Geschmäcker hervorzuheben oder besonders zu verstärken oder, wie bei uns, zu karamellisieren. Deswegen karamellisieren wir jetzt nochmal eben den Ziegenkäse.
Ich nehme jetzt einfach ein bisschen was von dem Zucker. Den streue ich jetzt hier oben drauf. Und wie man jetzt sieht, das sind ja wirklich nur kleine Mengen, die man dann da hat. Ja, aber bringt dann wahnsinnig viel für den Geschmack am Ende, ne? Ja, und es ist halt auch irgendwie cool, auch wenn man dann so eine Creme Brûlée hat oder so, ja, dieser Knack da oben total von dem Karamell drauf. Ja, und das ist halt auch eine von den Eigenschaften von Zucker. Der macht halt auch die Kekse knusprig oder das Eis cremig. Und das kriegt man halt mit einem Süßstoff oder Zuckeraustauschstoff nicht hin, mal ganz abgesehen von dem Geschmack. Und ansonsten die natürlichen Alternativen, über die wir eben gesprochen haben, die haben ja alle auch einen eigenen Geschmack, was ja auch schön ist. Und so kann man sie dann auch einsetzen, wie du gerade gesagt hast, bei dem Honig. Hier hätte man jetzt auch schön Ahornsirup nehmen können. Hätte auch man lecker auch machen können, wobei man natürlich auch gucken muss, wenn wir jetzt auf Nachhaltigkeit gucken. Ich meine, die Zuckerrübe wächst hier in Deutschland direkt vor der Haustür, wird hier verarbeitet. Kannst es einfach mit Wasser rauslösen. Und hier Kokosblütenzucker oder Agavendicksaft. Rohrzucker. Hat halt alles weite Wege, ja. Die Rübe ist einfach ein extrem regionales Produkt und die Fabriken, also die Landwirte, LandwirtInnen, die sind ja auch immer in unmittelbarer Nähe. Die Rüben haben super kurze Wege, ja, und werden total schnell verarbeitet. Ja, den meisten ist das nicht klar. Wir haben tatsächlich 22.000 Rübenbauern. Ja. Also die Zuckerrüben anbauen. Ja. Jetzt nicht irgendwelche anderen Rüben, sondern wirklich Zuckerrübe anbauen. Wahnsinn. Ja. Also und da ist Deutschland, sind die Anbaubedingungen so ideal, dass wir auch in Teilen von Europa mitversorgen. Und ich finde das ganz spannend. Vielen ist das nicht bewusst, stelle ich immer wieder fest. Und wie wir heute gemerkt haben, sie schmeckt auch einfach roh lecker. Zurück zu unserem Ziegenkäse. Ich habe jetzt hier so einen Bunsenbrenner. Wenn man den zu Hause nicht hat, den gibt es natürlich auch in kleiner, in Haushaltsversion, dann kann man den Ziegenkäse auch einfach bei der Grillstufe im Ofen aufs Blech, so wie ich es jetzt gemacht habe, reinschieben. Und dann muss man halt aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird, einfach dabei bleiben. Aber dann kann man das auch so zu Hause im Ofen karamellisieren. So, auch noch mal ein bisschen was auf die Orangentropfen, aber schon ist unser Salat fertig. Rucki zucki, einfach lecker und lecker. Ja, sieht super aus. Vor allem der Zucker hat jetzt schön karamellisiert. Das ist eine seiner vielen Eigenschaften, die er mitbringt. Wir konzentrieren uns jetzt hier aber auf unseren lecker karamellisierten Ziegenkäse und ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach erstmal. Ja, gerne, ich freue mich schon. Und dann geht es hier bei uns nämlich gleich auch schon süß weiter mit dem nächsten Rezept. Wir machen weiter mit unserem nächsten Rezept. Wir machen jetzt Energy Balls, ein Klassiker inzwischen eigentlich schon, angefangen als Trendfood. Denn es ist wirklich so, ein kleiner Energy Ball gibt dir total viel Energie, weil da natürlich sehr viel Zucker drin ist. Genau, wir haben schon mal nachgeguckt in den Trockenfrüchten. Tatsächlich bei 100 Gramm Trockenfrüchten ist 50 Gramm oder um die 50 Gramm. Bei den Aprikosen ein bisschen weniger, bei den Datteln ein bisschen mehr. Bestehen die tatsächlich aus Zucker. Diese kleinen leckeren Scheißerchen, muss man sich mal vorstellen, bestehen einfach zur Hälfte aus Zucker. Ist das nicht gemein? Nee, das ist lecker. Das schmeckt ja auch gut. Also, aber man muss da nicht meinen, man würde zuckerfreie Energy Balls essen. Das stimmt. Ist auch Zucker drin, auch wenn ich ihn nicht zugesetzt habe. Und das für den Körper macht das keinen großen Unterschied. Wobei da natürlich auch jede Menge noch Vitamine, Mineralstoffe drin sind. Und Energy Balls heißt natürlich auch viel Energie, ja, also sprich Kalorien. Nüsse enthalten einfach relativ viel Fett und sind deswegen auch recht kalorienreich. Aber sind auch gut, weil sie viele Mineralstoffe enthalten und wie gesagt wertvolle Eiweiße und Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren. Walnüsse haben ja auch den Spitznamen als das kleine Gehirn, weil es eben sehr gut ist für das Denkvermögen. Also die Energy Balls haben auch schon ihre Berechtigung. Und deswegen geben wir jetzt einfach nur unsere Zutaten, also Trockenfrüchte, Nüsse, ein paar Haferflocken in den Mixer. Und dazu kommt zur Bindung noch ein bisschen Kokosfett. Das habe ich hier jetzt gerade schon geschmolzen. Hierfür könnte man auch Nussmus zum Beispiel nehmen. Dann wird es einfach nur verrührt. Und dann kann man weil dein Kokosfett oder das Nussmus natürlich auch entsprechend Kalorien hat. Aber gut, ich möchte den Spaß nicht verderben. Nein, das ist ja super. Ich lade dich nicht nochmal ein. So, und jetzt sieht man schon, durch das Fett sind sie jetzt so ein bisschen klebriger geworden.
und das Fett wird ja, Kokosfett wird ja fest. Wenn es erkaltet wird, ist es fest. Und jetzt kann man sich das einfach hier so aufs Brett geben. Und jetzt können wir uns kleine Kügelchen formen. Ja, sehr schön. So, dann kann man sich jetzt hier einfach so ein bisschen was vernehmen. Du darfst gerne auch zugreifen. Gerne. Und jetzt kann man das zu so einer Kugel formen. Sehr schön. Ja, klebt ordentlich. Klebt ordentlich, genau. Ich habe das mal ausgerechnet anhand deiner Zutatenliste. Ich bin auf 100 Kalorien pro so ein kleines Bällchen gekommen. Und das entspricht dann ungefähr auch einer Kugel Eis. Ja? Joghurt-Eis wäre sogar erheblich weniger Kalorien. Und auch die Zuckermenge entspricht durchaus einer Kugel Eis. Also. Ja, hier ist viel Energie drin, viel Zucker, aber hier sind das ist ja doch trotzdem gesünder, oder nicht? Ja, natürlich. Ich meine, wir haben da ja unsere Nüsse drin und die Trockenfrüchte. Da ist schon einiges an Ballaststoffen drin, an Vitaminen, Mineralstoffen, Proteinen und wichtige Fettsäuren und so weiter, das ist schon klar. Das ist natürlich ein Unterschied. Ich wollte einfach nur mal sagen, von der Energie her sind wir dann ungefähr auf dem gleichen Level. Und Zucker ist halt auch genauso viel drin wie bei einer Eiskugel. Ne? Und das ist eben auch nicht, also ja, zuckerfrei ernähren, das ist keine zuckerfreie Ernährung hier, das muss man ganz klar sagen. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch ein gesünderer Snack zwischendurch. Wenn man mal so ein Nachmittagstief hat, dann kann man einfach zu so einem Energy Ball greifen und dann... Aber wer dann gleich fünf davon isst, der hat dann sein Mittagessen. Ja, aber das ist ja wie mit allem, genauso wie mit dem weißen Zucker. Die Menge macht's aus, ne? Man muss sich einfach bewusst sein, was man isst. Und wenn man jetzt einen Toffifee am Tag isst, dann wird man ja nicht gleich dick so, oder ungesund und kriegt sofort Pickel, sondern das ist dann wirklich, wenn man dann mal ehrlich zu sich selbst ist, ne, war es dann wirklich nur ein Toffifee, frage ich euch. So, wir haben jetzt unsere Energy Balls hier fertig gemacht. Die kriegen jetzt noch einen kleinen Deko-Anstrich. Dafür muss ich mir aber erstmal die Hände waschen. Unsere kleinen Energy Balls sind fertig und sie sind extrem energiegeladen und ich finde, sie sehen auch sehr, sehr lecker aus. Super sehen die aus. Bevor wir da aber gleich zu lang, meine finale Frage an dich, liebe Corinna. Macht Zucker dick? Ja, das musste ja kommen. Ja, hängt natürlich davon ab, wie viel Zucker du isst. Logischerweise ist immer eine Frage der Mengen und der Zucker an sich hat eben wie andere Kohlenhydrate auch 4 Kilokalorien pro Gramm, genauso wie auch Eiweiß. Und das ist dann auch egal, ob es Zucker ist oder die Stärke, weil die Stärke wird eben auch zu Zuckerbausteinen abgebaut. Hast du vielleicht mal, wenn du so ein Stück hier, das Weißbrot, das wir vorhin hatten, wenn du das länger kaust, dann schmeckt das ja auch süß. Da merkt man das schon, das ist dann einfach eine Kette von Zuckermolekülen, die Stärke. Das heißt, sie hat auch 4 Kilokalorien pro Gramm. Genau, insofern ist es nicht der Zucker, der per se dick macht, sondern dick werde ich einfach dann, wenn ich mehr esse, als ich verbrauche. Und insofern hängt es natürlich auch davon ab, wie viel Sport du machst, wie viel du sonst verbrauchst, wie viel Muskeln du hast, was man beruflich macht. Was man beruflich macht, wenn man schwere Töpfe trägt wie du. Kannst du dir mehr erlauben, als wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze. Das glaubt man immer, aber wir naschen natürlich auch. Wir probieren. Also das heißt, am Ende hängt es einfach von der Energiebilanz ab. Also dass du wirklich genauso viel isst, wie du aufnimmst. Und dann sind natürlich die Nährstoffe noch wichtig, ist auch klar. Dass man eben alle Nährstoffe hat, die der Körper braucht. Und dann ist alles okay. Dann darf es auch mal was Leckeres und Energy Ball sein. Also jetzt langen wir. Das war eine gute Nachricht zum Schluss. Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich habe mich selber deinen Besuch gefreut. Und jetzt sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal bei Auf die süße Tour. Auf meine Hand, lecker. Kugel Eis zum Schluss.